Heute die nächste Einheit 65432 nach Brocken mit Bankdrücken und Kreuzheben. Richtig geil und richtig gut. Einen wunderschönen guten Tag von der Seitensports, das ist ja wieder der starke Mann aus dem Internet und es ist wieder Montag, das heißt Kreuzheben und Bankdrücken im weltberühmten 65432 System, was sich der Brocken selber ausgedacht hat, was jetzt aber auch nicht so schwierig war, nachdem er ein 5-4-3-2-1 System gemacht hat und gemeint hat, der Single, den lassen wir mal weg, dafür mal ein bisschen mehr Volumen. Also machen wir das heute auch. Beim Kreuzheben, ich habe es gerade mal groß durchgerechnet, ich nehme jetzt das Berechnungsvorlage 325, also eine 5 Kilo Steigerung im Single wären das. Das heißt, beim Sechser machen wir 227,5 Kilo und beim Double 292,5. Das ist schon eine gute Steigerung zur letzten Woche, aber ich denke, die sollte noch drin sein, weil es war letzte Woche jetzt nicht so schwer und das letzte Woche, wo ich die 320 gehoben habe, war auch noch Luft. Deswegen denke ich, das passt. Ob ich das nächste Mal dann auch wieder so steigern kann, weiß ich nicht. Beim Bankdrücken werde ich auf den Single gerechnet nur einen kleinen Schritt steigern, wahrscheinlich 262,5 als Berechnung nehmen, aber das habe ich noch nicht durchgerechnet, da reden wir dann gleich drüber. Worüber ich auch noch mit euch reden will, ist Ziele. Nämlich, ihr habt mir viele von euren Zielen für dieses Jahr geschickt und ich möchte euch natürlich auch ein bisschen was von meinen Zielen erzählen. Allerdings werde ich mich jetzt erstmal fürs Kreuzheben aufwärmen und nebenbei werden wir uns fein unterhalten. Oh, Freunde, ich habe das erste bisschen jetzt durch. Was habe ich jetzt gemacht? Die 120 Warm-up. As usual as fuck. Dann 227,5 mal 6 und 244 mal 5. Beim 5er war ich schon ein bisschen wärmer. Hat sich schon ganz cool angefühlt. Und ja, jetzt geht es mit 260 weiter für 4. Dann 276 für 3. Und im großen Finale 292,5 für 2. Jo, das ist schon mal das Ziel für heute. Aber ich habe viele von euren Zielen gehört. Da waren zum Beispiel Teilnahmen bei Wettkämpfen im BVDK dabei oder Aufstieg zum Beispiel in die zweite Liga beim Strongman oder auch einfach PRs aufstellen, zum Beispiel die magische Grenze von 200 Kilo beim Bankdrücken. Das sind alles richtig geile Ziele. Also ich drücke euch auf jeden Fall schon mal ganz fest die Daumen für, dass ihr die in diesem Jahr erreicht und dass ihr alle gesund und verletzungsfrei bleibt. Das sowieso, das wünsche ich jedem Athleten, weil kann halt auch mal schnell passieren. Das muss nicht mal unbedingt beim Sport sein. Auch der Alltag birgt viele Gefahren, wahrscheinlich sogar die meisten. Also von daher, ne, toi toi toi, bleibt mir gesund, ne, und erreicht eure Ziele, damit wir uns am Ende des Jahres darüber unterhalten können, was wir alle zusammen geschafft haben. So, meine Ziele. Ich habe ein paar. Zum Beispiel möchte ich wieder mal an einem Bankdrückwettkampf teilnehmen. Das wird wahrscheinlich auch der erste Wettkampf in diesem Jahr. Und auch gleich der Grund, warum ich nicht zur FIBO kann. Ja, ich werde wieder nicht beim Pro League, bei der Pro League Vorrunde auf der FIBO teilnehmen, weil die WUAP DM Bankdrücken, Kreuzheben, weiß nicht, ob ich teilnehme, Bankdrücken auf jeden Fall, am selben Tag stattfindet. Ja, und da muss man sich halt entscheiden. Und ich habe gesagt, ich möchte mal wieder Bankdrücken machen, weil Bankdrücken gerade gut läuft und ich auch mal wieder Bock drauf habe, richtig schön Bankdrückwettkampf zu machen und möglichst auch Rekorde aufstellen und einen Titel holen. Soweit wie es geht, vielleicht sogar für internationale Sachen qualifizieren. Who knows? Auf jeden Fall hätte ich Bock drauf und ja, das ist dann halt so. Und ganz ehrlich, ich fahre lieber anderthalb Stunden zum Bankdrücken als dreieinhalb Stunden zum Strongman nach Köln. Ich mag Köln eh nicht so als Stadt, also nichts gegen Köln an sich, ja nichts gegen die Kölner. Aber ach, für so ein Landei wie mich ist Köln echt der pure Graus. Und auch dieses riesige Messegelände und sowas, ich bin da überhaupt kein Fan von. Aber so ist das halt.
Ja, das wäre auf jeden Fall das erste Ziel. DM der WUAP und möglichst gutes Ergebnis. Ja, da habe ich richtig Bock drauf, da freue ich mich drauf. Der Bankdruck läuft noch gerade, ihr habt es ja jetzt gesehen. Und ich werde jetzt gucken, dass ich möglichst viel rauskitzel. Wer weiß, was dann am Ende wirklich auf dem Papier steht. Aber ich werde mein Bestes geben. Und jetzt gebe ich das mein Bestes bei 4x260. Yay! Freunde, ich sag's euch, das pfeffert ganz schön rein. Also Volumen ist Macht, wie man so schön sagt. Denn Volumen macht stark und Fleisch auf die Knochen. Genau. Ich habe jetzt den 260er mal 4 und die 3x276 relativ gut bewältigt. Habe erst gedacht, gerade beim Dreier, das wird ein bisschen schwerer. Aber lustigerweise war der Fokus ziemlich gut, trotz ein paar Nächten mit nicht so optimalem Schlaf, wie das jetzt ist, wenn man ein kleines Kind zu Hause hat. Jeder, der auch in 3 Monate altes Kind zu Hause hat oder ähnlich, weiß, wovon ich rede. Das ist manchmal alles nicht so schön, Pamba. Schlaf überbewertet, eindeutig. Ja? Solange es God's Rage und den Valhalla gibt, wer braucht da schon Schlaf, oder? Und in diesem Sinne, mit dem Code Brocken 10 auf den ganzen Shop sparen bei Gigas Nutrition. Vielen Dank auf jeden Fall für euren Support an der Stelle. Ha, Werbung kann ich. So, jetzt fehlen noch die 292,5. Und wie ihr seht, ich wärme mich schon mal fürs Bankdrücken auf. Da gibt es gleich 170 mal 1. Ich habe noch nicht ausgerechnet, was ich da machen muss. Aber es wird episch. Und ja, wie gesagt, ich rechne von 262,5, also davon 10% runter. Wenn ich in Jackson 20. 2,25 Kilo, 26 Kilo runter, keine Ahnung, irgendwas bei 238 für 2. Oh Mann, ist das schwer. Irgendwie so, wir werden es gleich sehen. Ich rechne es gleich aus. Auf jeden Fall bin ich doch recht zufrieden, wie das Training läuft. Weitere Ziele übrigens, natürlich die Titelverteidigung, was den DM Masters Titel angeht, die findet am 3.6. statt. Und die wird voraussichtlich wieder ein Stendal sein, so wie das aussieht. Und da freue ich mich schon drauf. Ich freue mich auch drauf, wenn Eisi wieder dabei ist. Ich habe gehört, der bereitet sich jetzt schon vor. Das heißt, ich muss jetzt auch bald schon mal anfangen. Das heißt, die Garage muss fertig werden. Oder zumindest, dass ich wieder draußen trainieren kann. Das Problem ist, dadurch, dass es so viel regnet, kann ich die Garage gerade nicht leerräumen zum Renovieren. Shit. Und Bodenbelag machen und so weiter. Deswegen muss ich jetzt hoffen, dass das bald besser wird. Und dann wird sich für die DM Masters vorbereitet. Und ich hoffe, dass ich den Titel zum 4. Mal holen kann. Und erfolgreich verteidigen kann. Das ist auf jeden Fall eins der sehr großen Ziele dieses Jahr. Und ja, da werde ich auf jeden Fall Gas geben. Also das ist auf jeden Fall eins der sehr, sehr großen Ziele. Ja, ansonsten ist noch nicht so viel raus, was weitere Wettkämpfe angeht, außer für die Pro League noch ein bisschen was. Aber dazu erzähle ich euch gleich noch was. Ja, das ist noch ein bisschen undurchsichtig. Einmal gucken, was sich dann noch so ergibt. Also auf jeden Fall die DM der WUAP und die DM der Masters GFSA, die sind Pflicht dieses Jahr. Und jetzt liegen da schon 292,5 Kilo und warten auf mich und lachen mich förmlich aus. 2 Stück damit. Also Daumen drücken. Schwer, oder 292,5, waren schwer, aber geschafft ist geschafft. Also auf jeden Fall ein gutes Training heute schon mal beim Kreuzheben. Bankdrücken geht es jetzt mit 184 Kilo, ich habe gerade ausgerechnet. Ich kann auch kurz sagen, was ich noch so machen muss. Also 184, 197, 210, 223 und 236 Kilo. Das sind die Gewichte des Tages und das wird nochmal ein richtiges Pfund. Das ziehen wir jetzt richtig schön straff durch.
Ja, 184 liegen jetzt schon auf. Zum Thema Ziele. Pro League würde ich halt gerne teilnehmen. Das ist halt auch ein Ziel, mich für das Pro League Finale, also für die DM zu qualifizieren. Problem ist, mir fällt schon mal eine Quali weg, da ich zur WUAP fahre, statt zur FIBO. Voraussichtlich ist nochmal in Winselur eine Pro League Quali. Die steht auch mit Fragezeichen im Kalender. Deswegen weiß ich es nicht, ob die stattfindet oder nicht. Die wäre, glaube ich, so 18. Mai. Das ist Himmelfahrt, das ist auch nicht schön. Ich meine, wer macht sowas auch immer auf die Feiertage? Mal Leute, wer Familie hat, der hat manchmal auch andere Sachen zu tun, aber gut. Ich muss halt in den sauren Apfel beißen und das irgendwie vor der Familie rechtfertigen. Das ist manchmal nicht so einfach. Also ganz ehrlich, nur mal so an alle Veranstalter. Ja, ich weiß, es ist für euch vielleicht schön, das auf Feiertage zu legen. Für viele Leute aber einfach nicht daran teilzunehmen, weil Familie dann einfach dann, ne? Also da können manche Leute vielleicht dann einfach nicht teilnehmen, weil die Familie vorgeht. Ne? Ja, nur mal so als Tipp am Rande. Ne, genauso wie Geburtstage der Kinder. Ne, da fahre ich nicht zu einem Wettkampf. Die haben Vorrang. Sorry, aber das geht vor. Ja, das ist so der Plan. Mal gucken, ob noch andere Qualis reinkommen. Ansonsten wird, wenn der überhaupt stattfindet, nur Winselur möglich sein. Und da muss ich dann halt wirklich gucken, dass ich den Einzug in das Finale schaffe. Ja, das ist bis jetzt erstmal der Plan für dieses Jahr. Weil viel mehr Wettkämpfe sind noch nicht wirklich bekannt. Es ist, sind noch ein paar kleinere Cups, so wie Rumble the Jungle und so weiter, wohl drin. Aber die sind auch alle im ersten Halbjahr, teilweise erst zwei Tage nach zum Beispiel Winselur. Das geht nicht. Also entweder muss ich dann Pro League oder das andere machen, aber dann mache ich über die Pro League. Winsel ist auch nicht so weit zu fahren, falls es da stattfindet. Naja, auf jeden Fall ja, sieht die Planung bisher so aus. Mal gucken, was noch kommt. Ich bin da relativ offen. Aber ich weiß ja schon, so ab November ist auf jeden Fall wieder Off-Season angesagt. Also bis Ende Oktober maximal, danach ist Feierabend mit Wettkämpfen. Dann ist wieder so ein bisschen Regeneration so für ein gutes halbes Jahr für die nächste Saison angesagt und ein bisschen Vorbereitung. So, jetzt heißt es erstmal vorbereiten für die DM der WUAP, also Attacke. Zwei Sätze habe ich jetzt weg. 184 und 197 Kilo. Ui, waren leichter, als ich gedacht habe. Und kleines Special, brauche ich euch nicht sagen, ist noch witzlos, aber ich versuche gerade so ein bisschen Hookgrip. Captain Wurstfinger. Ich weiß nicht, ob ich das jemals hinkriegen werde, weil ich gesagt habe, wenn ich vielleicht nochmal Kreuzheben wettkampfbasierte Powerlifting mache, ich habe keinen Bock auf den Wechselgriff. Wie gesagt, ich will mich nicht verletzen und es ist mir so unbehaglich, diesen Griff zu heben. Ich habe einfach keinen Bock mehr drauf. Und entweder es klappt Hook oder gar nicht. Und dann mache ich es halt weiter mit Zugriffen. Ist mir dann auch wurscht, beim Strongman ist es ja erlaubt. Ja, weil Double Overhand so schwierig. Hookgrip allerdings auch schwierig. Naja, mal gucken. Wäre vielleicht auch eins der Ziele. Vielleicht nicht für dieses Jahr, aber vielleicht generell. Hookgrip zu erlernen und vielleicht mal 3 plus, also 300 plus im Hookgrip zu heben. Na gut, Utopie. Träumen darf man ja, ne? Das ist wie im Lotto gewinnen. Träumen ist erlaubt. Gut, 210 habe ich jetzt schon drauf. Die kommen jetzt für 4. Und dann noch 2 Sätze. Ich glaube, was hatte ich gesagt? 223 und 236. Das ist Spaß. Ja, lustig. Ja gut, aber ich mag das. Also probiert das mal aus. Der Prozent hat hier gesagt 70, 75, 80, 85, 90 Prozent. 6 bis 2 Reps. Finde ich gut. Mal gucken, wie lange man das ziehen kann. Ich denke mal, ich werde beim Bankdrücken die Steigerung so bei 1 Kilo bis maximal 2,5 anpeilen. Beim Kreuzheben muss ich mal gucken, ob ich nächste Woche wieder um 5 Kilo steige. Also von der Berechnungsbasis oder ob ich nur 2,5 mache. War heute schon hart. Aber ich habe auch nicht so gut gepennt. Also das ist, kann auch damit zusammenhängen, also von daher alles gut. Jetzt heißt es aber ran 210. Haha.
So, die 210 für 4, die waren recht smooth, fand ich richtig gut. Die 223 für 3, da war der letzte schon echt schwer. Aber der darf auch schwer sein. Ich habe vor 4 Tagen 300 selber rausgehoben, gedrückt. Mit der Super Ram zwar, aber trotzdem. Die Belastung ist enorm und das merke ich auch an der Brust. Alter Schwede. Aber das hilft halt nichts. Wenn wir stark werden, dann muss auch ein bisschen Gas geben. Da liegen jetzt schon 236 Kilo auf. Da werde ich mich gleich drauf stürzen. Und ja, ich habe ja gerade erwähnt, dass ich Hookgrip probiere. Ich werde vielleicht mal ein bisschen dran arbeiten. Vielleicht kriege ich es irgendwann mal hin. Wird mir mal ein paar Videos angucken, ein paar Tutorials, wie man die Daumenposition und sowas richtig hält. Und das vielleicht mal ein bisschen trainieren. Mal gucken. Ne, immer mal so als kleines Special nebenbei. Vielleicht klappt es ja irgendwann. Wäre ja ganz nice, so als langfristiges Ziel. Ne, weil ihr sagt, Kreuzgriff fällt definitiv aus. Ich habe es gerade auch noch mal probiert. Ich fühle mich so beschissen dabei. Auch vom Rücken und von den Schultern. Und das ist, ach, nee, also ich, Obergriff ist schon geil. Und wie gesagt, wenn es jetzt nur nicht klappt mit den dicken Patscherchen, dann halt zugriffen. Beim Strongman ja wenigstens erlaubt. So, ich hau da jetzt rein und dann sehen wir uns gleich nochmal. Freunde, was soll ich sagen, 235 haben gut geklappt, waren aber auch wirklich jetzt auch schwer, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber sie gingen noch gut durch. Ja, fühl mich gut, schönes Workout, geiles Kreuzheben, geiles Bankdrücken, Hookgrip, nicht so geil, aber wird, naja, was bleibt mir noch zu sagen, außer, lasst doch ein Like und ein Abo da, ich würde mich sehr darüber freuen, das supportet wirklich, vor allem kostenlos für euch. Ja, damit wissen auch andere, dass euch meine Videos gefallen oder ihr verpasst ja keine neuen Videos von mir. Also wenn ihr noch nicht abonniert, lasst ein Abo da. Ihr würdet mir einen sehr, sehr großen Gefallen damit tun. Und wie gesagt, es kostet euch nicht 1 Cent. Also vielen, vielen Dank dafür. Ansonsten kann ich euch nur sagen, besucht doch mal die Videobeschreibung. Da gibt es ein paar tolle Links und unter anderem zu God's Rage oder zum Strange Shop. Genau, da gibt es auch wunderbare Codes, mit denen ihr super sparen könnt. Auch an dieser Stelle vielen Dank, damit könnt ihr mich direkt supporten und spart dabei noch richtig Geld. Natürlich dann nur auch dort einkaufen, wenn es da auch was für euch gibt, also jetzt nicht nur so. Ja, ansonsten, was bleibt noch zu sagen? Vielen, vielen Dank. Schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein, wenn es heißt, der Brocken bereitet sich die Wudi-Wu-Up-DM vor. Und in diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt stark, bis zum nächsten Mal. Brock'n'Roll.